Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem erneuten iRacing Video. Wir sind heute zum ersten Mal in dieser Saison in der Virtual Racing School GT Sprint Serie unterwegs. Das ist die ehemalige Blancpain Sprint Serie, aber Blancpain ist ja als Sponsor oder als Partner von iRacing mehr oder weniger ausgestiegen und an die Stelle ist jetzt die Virtual Racing School getreten und in der ja, E&J GT3 Serie sind wir heute am Start. Wir fahren den McLaren MP4-12C GT3, auch sehr lange nicht mehr gefahren, das Auto. Das Ganze in Donington, auch eine Strecke, die ich sehr lange nicht mehr gefahren bin, aber ich habe relativ gutes Vertrauen in das Auto und es läuft ganz gut. Deshalb sind wir immer meine Qualifying-Runden. Bisher stehen wir auf dem dritten Startplatz. Wollen wir mal sehen, ob das bis zum Rennstart so bleibt, und ich würde sagen, wir sehen uns im Cockpit. So, hier sind wir jetzt also im Cockpit. Gleich geht's los. Zwei Kurven noch. Wie man sieht, wir sind Dritter geblieben. Allerdings mit dem McLaren sind wir etwas alleine hier vorne. Es sind also einmal zwei Mercedes vor uns, dann zwei Audis hinter uns, ein BMW sehe ich da, aber einen weiteren McLaren sehe ich bisher nicht. Also mal gucken, ob wir hier die McLaren-Flagge hochhalten können. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Start. Die letzte Kurve. Wir müssen hier an dem Pinken schön dranbleiben. Und der gibt direkt Gas. Und da haben wir schon einen von den Mercedes überholt. Der hat nämlich ein bisschen gepennt. Erstmal die Reifen ein bisschen warm werden lassen, das ganze Auto auf Betriebstemperatur kommen lassen. Und dann wollen wir mal sehen, was hier geht. Ein relativ kleines Feld, ich glaube knapp 20 Autos müssten das sein. Hier die Kurve natürlich extrem anspruchsvoll. Wir haben eine extrem griffige Strecke hier, relativ niedrige Temperaturen, beziehungsweise, ja, das ist ja in iRacing einfach so, je niedriger die Temperaturen sind, desto mehr Grip ist irgendwie. Das Wetter entsprechend, wo wir unterwegs sind, in England, sieht nicht sehr schön aus. Hier muss ich mit dem McLaren auch mal ein bisschen aufpassen in der Schikane. So, ja, das war jetzt völlig harmlos, die erste Runde. P2. Mein Ziel ist also hier auf jeden Fall den Podestplatz zu halten. Wir sind als Dritter gestartet. Als Dritter möchte ich auch mindestens ankommen. Einen Boxenstopp müssen wir auf jeden Fall machen. Reifen werden wir dann nicht wechseln. Den nachtanken müssen wir. Hill is now leading. Okay, Sven, the next car is Hill. Der scheint mir einen relativ hohen Ping zu haben. Also der erste da vorne, der warpt so ein bisschen hin und her ab und zu. Okay, solange wir nicht mit ihm im Zweikampf sind, soll mir das egal sein. Reifen jetzt auch ein bisschen schonen. The leader's just done a 125.54. The guy behind has just done a 125.94. Boah, ist ja erstmal ganz entspannt hier. Ich denke mal, wir können da ganz gut mitfahren. Ob wir hier auf die Dauer da vorne dranbleiben können, ist halt die Frage. Das wird sich dann zeigen, wenn ich vielleicht über die Renndistanz ein bisschen mehr Vertrauen ins Auto bekomme. Das ist schon relativ gut, also das Setup gefällt mir echt gut. Habe ich sogar mal selbst gebaut und muss auch sagen, das ist relativ nah an dem Baseline sogar dran.
Ich bin damit mal ein paar Testrunden gefahren und das hat mir ganz gut gefallen. Habe ich das einfach ein bisschen umgebaut. Bin damit hier ins Rennen gegangen. Aber klar, am Anfang ist das bei mir immer so, ich bin relativ vorsichtig und gucke erstmal, wie das Auto reagiert, unter den Bedingungen auch. Und aggressiver fahren kann man dann immer noch. Vor allem jetzt, wo wir hier halt auch mit der relativ defensiven Fahrweise ganz gut mithalten können. Runde 4. Fastest lap for Hill, 125.52. You've just done a 125.81. The guy behind has just done a 125.78. Ja, war ein bisschen schneller in der Runde hinter uns. The guy behind is now 0.42. Ah, ja, da muss ich aufpassen. Ich glaube, ich auch mit die schwierigste Kurve auf dem gesamten Kurs hier. Wie viel wir nachher nachschanken? Don't let him through. He's quicker than you into Goddard's. Ach, da war ich ein bisschen spät. Jetzt müssen wir, glaube ich, schon mal ein bisschen blocken hier. Car left. Clear left. Ganz gute Traktion, kommen gut aus den Kurven raus, das ist schön. Nein, wie viel wir nachher nachtanken müssen, weiß ich noch gar nicht. Ich habe wie immer mal bisher nichts ausgerechnet gehabt. Machen wir einfach wieder nach der Hälfte des Rennens, gucken wir mal, was wir verbraucht haben. Und dann können wir uns das mal eben so überschlagen. Ah, da ist in dem Rechtsknick von der Schikane, also wenn man wieder rechts lenkt, eine ziemlich dicke Bodenwelle drin. Wenn man da zu stark auf dem Gas steht, dann hängt es einen da schon mal ganz gut drauf auf. Das ist mir also im Training mehrfach passiert. That's a new fastest lap for Hill, 125.36, P2. That last lap was a 125.73. Ein bisschen lösen nach hinten.
The gap behind is now 0.5. Good lap. That's your quickest today. Good consistency. Keep them coming. Wir können uns steigern von der Zeit her. Alright, Sven, your water temperature looks quite high. Okay. Richtig abwimmeln können wir ihn nicht hinter uns. That lap was a 125.83. You're a tenth off the pace in sector 1. Sector 2 is 0.15 off the pace. Sector 3 is 2/10 off the pace. Im Auge behalten, wie lange wir denn schon fahren. 10 Minuten, knapp über 10 Minuten sind wir unterwegs. Heißt, in 10 Minuten haben wir schon Halbzeit, dann müssen wir mal auf den Sprit gucken, dass ich das nicht vergesse. The gap behind is now 0.5. Das war jetzt nicht optimal. Gras rausbeschleunigen ist jetzt nicht so Bombe. That last lap was a 125.56. Sector 3 is 0.29 off the pace. Ah, waren wir sehr weit draußen. Hinter uns der Mercedes einen Fehler gemacht. Ich hab's gar nicht gesehen. Sehr weit weg. Ist natürlich immer schön, wenn man jemanden im Rückspiegel hatte, der dann auf einmal weg ist, dann kann man sich viel mehr nach vorne orientieren und wieder auf seine eigene Fahrweise konzentrieren. Ich sag mal, da ist mit Sicherheit noch ein bisschen Zeit drin. Ich fahre jetzt keine optimalen Runden hier. Das Rennen ist noch ein bisschen dran, deswegen kann noch alles passieren. P2, Sectors 1 and 2 are 0.05 off the pace. Sector 3 is 0.25 off the pace. Unheimlich schwierig, die Kurve richtig zu treffen. Okay, Sven, you've used half your fuel. Oh, okay, jetzt schon.
Wenn wir mal relativ viel nachtanken müssen, wir jetzt schon über die Hälfte verbraucht haben. Wobei, dann noch 6 Minuten bis zur Hälfte. Die Frage, ob er da vorne das Tempo durchfahren kann. Ist natürlich auch die Frage, ob wir das Tempo durchfahren können hier. You're matching race pace. You're a tenth off in sector one. Also wieder einen wilden Drift gewesen. Das tut den Reifen natürlich überhaupt nicht gut. Da halt auch keinen Fehler vorne. Muss man ja auch immer sagen. Okay, Sven, there's a car exit in the pits, heads up. Oh, okay. Jetzt schon Boxenstopp. You've just done a 125.82. That's good consistency. Keep it up. Oh Gott, nicht niesen. Da hatte ich gerade ein bisschen Angst. Ferrari nach vorne. Jupp. Boah, ihr müsst mich entschuldigen, ich bin immer noch leicht erkältet. Hört man vielleicht auch noch ein bisschen an meiner Stimme. Aber ich hoffe, wir kriegen das hier heute hin. So, 22 Minuten noch. 23 Minuten, gleich müssen wir auf den Sprit achten. Da vorne kommen wir nicht ran, also das wird schwierig. The gap behind is now 2.8. In der Kurve muss man mal versuchen, ja, spät den Scheitelpunkt zu setzen und dann wieder früh ans Gas zu gehen. Danke.
P2. Zweimal war das gar nicht so schlecht. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Also großer Vorsprung hatte, ist jetzt Knoten in der Zunge. Hat er jetzt nicht. Je näher wir rankommen, desto mehr können wir ihn vielleicht nervös machen. Dass er vielleicht auch mal einen Fehler macht. Oh, da muss ich auch langsam aufpassen mit abgefahrenen Reifen. Mal rausbeschleunigen. Got 10 minutes of fuel remaining. Oh, wir haben genau Halbzeit. That's half distance. We think about 9 minutes of fuel remaining. Fastest lap for Hill, 125.34. 21 Liter haben wir noch. 65 hatten wir am Anfang, das heißt 40, 44 haben wir Verbrauch, 88 brauchen wir insgesamt. Heißt, wir tanken 20. 25 Liter etwa. Doch gar nicht mal so viel. Hill is leading the race. The next car is Hill. Daniel, eres un subnormal. Was auch immer er da redet. Ich hab das Gefühl, wir kommen ein bisschen wieder ran. That lap was a 125.68. Das verlieren wir jetzt nichts mehr. Noch haben wir ein bisschen Zeit. The gap behind is now 4.3 seconds. Ach ja, ist doch gut. Ich hoffe, er macht Platz. Ja, aber wie? Fünf Runden können wir noch fahren. Is a car leaving the pits? Ah, vier Runden. Ist mir sonst zu knapp. Nein, lass mich bitte vorbei. Sector 1 time's okay. Sector 2 time is good. Sector 3 is 0.6 off the pace. Good consistency. Keep him coming. Ja, da hat er mich jetzt ein bisschen verwirrt hier, der Audi. Haben wir es einmal fast verloren. Aber das hat Zeit gekostet. Mann! Das war richtig Pech jetzt. Gerade bei der Überrundung auch schon. Hat er voll Glück gehabt und ich nicht.
So, drei Runden ab hier noch zum Boxenstopp. Mit P2, Sektor 1 ist 0.6 off the pace. Your Sektor 2 time is quick. Sektor 3 is a tenth off the pace. Oh, oh, was macht er da? Okay, alles gut. Wir müssen jetzt versuchen, in den drei Runden irgendwie den Abstand zu minimieren. Alright, Sven. 5 minutes of fuel remaining. 5 minutes. Zwei Runden. New fastest lap for Hill, 125.20. We're matching race pace. That was a 125.28. You're 2/10 off the pace in Sector 2. Wir fahren jetzt gerade mehr oder weniger die gleichen Rundenzeiten. Auch wenn wir jetzt keine großen Positionskämpfe haben, das ist doch spannend. The gap behind is now 6.0. Aber er hat scheinbar auch noch was im Köcher. Ich kann also immer antworten, wenn ich ein bisschen schneller fahre. Langsam merkt man halt auch die Reifen. 3 Sekunden. Vielleicht nehmen wir mal noch 2 Liter Sprit raus, die Reserve, und gehen ein bisschen mehr auf Risiko. Noch vielleicht ein bisschen ranzukommen. Fastest lap for Hill, 125.20. Sectors 1 and 3 are 0.14 off the pace. Sector 2 time is good. So, in der Runde werden wir jetzt reingehen. Daniel, der Fahrer ist gut, Mann, ey. Ja, wir gehen jetzt rein. Kann ja nicht mal einen Fehler machen oder so. Fumes, mate. Box this lap, please, Sven. Yellow flag. Caution. Incident in Goddard's. What's your speed limit in the pits? Okay, also er kann noch weiterfahren. Das ist interessant. Puh, so. Ich hoffe, die 23 Liter, die wir jetzt nachtanken, die reichen. The car behind's pitting now. Runden können wir damit noch fahren. Aber sollte passen, denke ich. There's a car behind. Take care, rejoin him. Und wieder draußen. Jetzt ist halt die Frage, wo kommt er gleich raus, wenn er in der Box war? Das ist jetzt spannend.
Ich hoffe, wir holen vielleicht ein bisschen auf. So schnelle Outlap fahren hier auch. Boah, kam einmal das Heck. Is now 9.7. Thank you. The leader, Hill, is pitting. Yeah. Ah, wir haben anscheinend ein bisschen verpasst. Smith ahead is pitting. Minutes of fuel remaining. Okay, Sven, there's a car exiting the pits. Heads up. Ja, und ich weiß, wer das sein wird. Da ist er. P2. Da hat sich nicht allzu viel getan, obwohl wir sind ein Stück rangekommen. Oh Mann, das wird jetzt eine interessante Schlussphase. Ja, jetzt noch mit etwas... Ja, abgekühlten Reifen aus der Box. Vielleicht kommen wir jetzt noch ein bisschen ran. Ja, und da fährt er raus. Muss beim Überrunden hier weit gehen und jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Jetzt sehe ich hier rot. Ne, ich sehe pink. Da haben wir ihm schon mal Angst gemacht, da fängt er nämlich an zu blocken. Thank you. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Sprit reicht. Dreht sich ein Mercedes weg. Ist schon mal kein Problem. Ja, in die Kurve ist natürlich, wenn man hinter einem herfährt, noch mal schwieriger zu treffen. Oh, da fährt er auch sehr weit raus. Ja, das nervt mich jetzt gerade, dass die da reden. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Herankommen, wie man sieht, ist die eine Sache. Vorbeikommen natürlich nochmal eine ganz andere. You're a tenth off the pace in Sector 1. Sector 2 time is okay. You're 2/10 off the pace in Sector 3. Er ist halt trotzdem immer noch schnell. The gap to Smith behind is now 7.3 seconds. Ja, da vertut er sich auch und wir kommen wieder ran. Jetzt gleich die Überrundung da vorne. Da ist alles möglich hier. Darf sie jetzt natürlich hier auch nicht übertreiben. Da fährt er wieder weit raus. Okay, das ist schon mal sehr schön. Vielen Dank.
Er leckt immer noch so ein bisschen ab und zu. Das ist nicht so gut. Kann halt schnell mal eine Kollision draus entstehen. So, wie lange fahren wir noch? 5 Minuten? Ist noch alles drin. Sector 3 is 0.6 off the pace. Ist jetzt theoretisch. The guy behind has just done a 125.58. Manöver vorbereiten so ein bisschen. Und gucken, wo ist er langsam. Wo könnte ich eventuell drankommen? Ich denke mal, das ist auf jeden Fall in der Spitzkehre kurz vor Startziel, also die erste nach der Schikane. Da stehen die Chancen ganz gut, dass wir da eventuell Manöver setzen können. Aber dafür muss ich halt auch dran sein. Das ist gar nicht mal so einfach. Da war die Chance gerade eigentlich schon ziemlich gut. Oh, da kam das Heck, genau das habe ich euch gesagt. Das passiert irgendwann. Oh, ich glaube, spritmäßig wird das auch echt eng. 3,6 Runden, 3 Runden können wir noch fahren. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Ja, das sollte reichen. Ist er gerade wieder ein bisschen weggekommen? Ja, und das war's. Genau das ist das Problem an dieser Kurve. Track limits, come on. On your left, clear left. Ja, und das macht Donington aus. Mist, ey. Schade. Da wäre mehr drin gewesen. Jetzt müssen wir uns hier noch nach hinten absichern. On your left. Clear left. Fastest lap for Hill, 125.15. The gap to Smith behind is now 0.8. Ach, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Aber gut, das gehört dazu. Da habe ich es echt übertrieben. Ich sag's vorher noch, ne? Jetzt darf ich es nicht übertreiben. Was mache ich hier? Ich übertreib's. Weil man darf es echt überall übertreiben, außer in dieser Kurve. Wenn man da ein bisschen zu spät auf der Bremse ist, dann überholt einen das Heck, genauso wie es mir passiert ist. Bei der McLaren ist echt schnell, aber zickig ist er doch ein bisschen. Vor allem halt da in der Kurve, weil ich denke mal, da geben sich die GT3-Autos alle nix. Ja, der Sieg wäre drin gewesen. Der Sieg wäre drin gewesen. Wir hatten die Pace dazu, das muss man sagen. So, sprittechnisch sollten wir eigentlich hinkommen. Wir gehen jetzt in die letzte Runde. Das war dann auch wirklich genau geplant. Also weniger hätten wir nicht tanken dürfen. Last lap, looking good for a podium. 2 minutes of fuel remaining.
hier vorsichtig sein, damit wir den zweiten nicht auch noch wegschmeißen. Very little fuel left. Ja, aber das reicht. Ich hoffe nur, wir bekommen keine Aussetzer ganz am Ende der Runde. Weil dann wird es nach hinten auch ein bisschen eng. 2,4 Liter. Ah, das sieht gut aus. Noch über 1 Liter drin. Das passt. Jo, und damit sind wir im Ziel. Zweiter Platz. Well done, Sven. Great drive. That's a podium. Jo. Eigentlich kann ich mich darüber ja freuen, weil vom dritten auf den zweiten gefahren, da kann man sich echt nicht beschweren. Aber da wäre natürlich mehr drin gewesen, Das ist immer extrem ärgerlich, wenn sowas passiert. Wir haben uns, ja, richtig weggedreht haben wir uns nicht. Naja. Gucken nochmal auf die Ergebnisse. Ja, da haben wir wirklich das gesamte Rennen über pink gesehen. Immer nur den vor mir und dann haben wir uns da festgebissen, sind ihm wirklich in den Diffusor reingefahren schon, mehr oder weniger. Und dann mache ich so einen dummen Fehler. Mit Ankündigung auch noch. Ich sage noch vorher, jetzt aufpassen, von wegen. Naja, aber egal. So, wir hatten 19 Starter hier drauf. Davon Zweiter geworden, denke ich mal, ist in Ordnung. Der Chris Hill scheint ein Pink-Liebhaber zu sein. Naja, gut. So, ja, das war jetzt insgesamt ein Rennen mit wenig Action, was Überholmanöver angeht, aber ich denke mal so, diese Zeitenjagd und dieses Abknabbern von einem Vorsprung, von einem vor einem Herfahrenden, das war hier wirklich gut zu sehen und wir haben es ja wirklich geschafft, also waren im Grunde erfolgreich nach dem Boxenstopp, da war wirklich alles drin, wir hätten nur das Manöver setzen müssen. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, mache ein bisschen mehr Druck, vielleicht macht er mal einen Fehler, dass wir vorbeikommen. Ja, dann war ich der den Fehler gemacht hat. Das ist natürlich absolut dumm gelaufen, darf eigentlich nicht passieren, aber so ist das Rennfahren halt, das passiert. Von daher, ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und dann sage ich mal, sehen wir uns beim nächsten Rennen wieder und bis dahin bin ich raus und sage ciao.